Basel heute den EV-Zug empfangen. Der Aufsteiger Basel hat in der Nationalliga A von seinen 20 Spielen erst 3 gewonnen. Und die Zuger haben von den letzten 3 Partien alle zusammen verloren. Mit anderen Worten, beide Teams sind dringendst auf Punkte angewiesen. Basel gegen Zug kommentiert der Benny Thurnier. Problem Nummer 1 beim EHC Basel ist das Toreschießen. Deshalb nominierte Coach Bob Leslie gleich 3 ausländische Stürmer. Verteidiger Plevsic musste zuschauen. Toms, der Neue, bediente schon in der Startminute Convery. Doch der scheiterte am 18-jährigen Zugergoli Tobler. Das Toreschießen für Basel weiterhin ein Fall fürs Aktenzeichen XY ungelöst. Der Mann mit dem Flammenleibchen des Topscores auf der anderen Seite, Paul Di Pietro, machte es besser. 1:0 für Zug, 6. Spielminute. Viele Torchancen im ersten Drittel und zwar auf beiden Seiten. Hier wieder eine für Zug. Richter, Savic, Richter, 2:0, 15. Minute. Basel nach dem ersten Drittel 0:2 zurück. Tigers Trainer Kolev konnte es recht sein. Chancen für den EHC Basel auch im Mitteldrittel. Und endlich landete der Pöck im Tor. Das 2:1 in der 24. Minute. Torschützen Neuzugang Jeff Toms. Zweites Spiel, zweites Tor. Das erste vor eigenem Anhang. Prinz, Laurent Müller, Stefan Vögele und plötzlich ging es, klappte es wie geschmiert, das 2:2 in der 28. Minute. Die Basler kurz darauf nach dieser Szene in Überzahl. Convery, 3:2, 31. Minute, na also der Playoff-Topscore der vergangenen Saison kann es also doch noch. Vom 0:2 zum 3:2 innerhalb 7 Minuten. Basels Euphorie wurde aber sofort wieder gebremst durch Gigas 3:3 in der 32. Minute. Das Schlussdrittel. Patrick Fischer 1, Patrick Fischer 2, 4:3 für Zug. 41. Minute, clever und legal gemacht, nämlich den Puck mit der Hand auf den eigenen Stock gelenkt. Kleiner Schönheitsfehler allerdings, es war eigentlich ein Torraum-Offside. Jeff Toms auf der Suche nach dem neuerlichen Ausgleich. Toms! Und dann wurde Goalie Tobler die Maske abgerissen. Spielunterbruch. Das nachträgliche Tor zählte nicht. Carlsson. Immer noch Carlsson. Signorel. Und der Ausgleich zum 4:4 in der 55. Minute. Die 3000 Zuschauer kamen in den Genuss einer Verlängerung. In dieser sehen wir hier Zugs Chris Tansil. Tansil und das Siegestor zum 5:4 in der 64. Minute. Gammichel jubelte, doch Tansil traf direkt. Der EHC Basel hätte ein besseres Los verdient, doch zum Schluss jubelten eben die Gäste aus Zug.